Und da bin ich auch wieder zurück bei Let's Play Horizon Zero Dawn. Und wir sind immer noch auf der Suche nach der Fährte von diesem einen komischen Bandito. Ah, hier ist Lo, die ich gesucht habe. Und den könnte vielleicht hier oben hochgewandert sein. Oder vielleicht flussabwärts. I'm not sure for it. Aber... oh, da oben ist irgendwas. So, ich laufe hier einfach mal ganz kurz hoch. So. So, so, so. Und guck mich mal hier ein bisschen um. Nö, nö. Hier ist anscheinend nichts. Dann gehe ich nochmal den Fluss abwärts. Hat's auch gesagt, dass da vielleicht was abwärts gegangen ist? Weiß es gerade nicht. Aber egal. Wir werden schon den richtigen Weg finden, früher oder später. Eher später als früher. So, genau. Hier sind die Fußspuren. Und... ah, da, die gehen einfach da drüben auf der anderen Seite weiter. Ganz toll. Tolle Wurst. So. Diese Spur will ich weiter verfolgen. Und... ja, da drüben grasen wieder ein paar Graser. Keine Ahnung, was die grasen. Ich meine, das sind Maschinen. Oder vielleicht können die sich auch damit irgendwie selber reproduzieren oder so. Nein, das sind Maschinen. Die werden garantiert keinen vernünftigen Stoffwechsel haben. So wie jeder andere Mensch auch. Sondern, keine Ahnung. Da drüben sehe ich schon wieder einen Wächter durch die Gegend streifen. Zwei Wächter durch die Gegend streifen. Einer davon ist sogar gerade massiv auf Suche anscheinend. Aber das macht nichts. Kommen wir nach und nach ein bisschen hier. Da! Ein Wächter! Oh. Wollen wir helfen? Na! Gegner weniger ist immer gut. Andererseits... naja, komm. Die Maschine ist schnell. Mach dich bereit! Nicht mit mir, mein Freund. Boom. Gern geschehen. Willst du mir noch Danke sagen? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Ausgestoßener. Ja, dann lass es halt. Aber der Loot gehört mir. Immerhin habe ich dir das Leben gerettet. So, aber gar nicht mal so verkehrt. Die Fährte führt uns auch weiter hier lang. Dann gehen wir hier auch immer lang. Speichern die nochmal kurz ab. Obwohl, erst einmal ganz kurz heilen und dann speichern. So. Es geht doch hier hoch. Seht ihr mal? Was ist denn da oben? Da oben ist doch auch... oh. Da oben ist irgendein richtig mieses Etwas. Scheinbar. So. Jetzt hole ich mir den Speer. Ach, die Dinger heißen Räuber oder so. Ich dachte, das wär irgendein Mensch gewesen oder so, der hier Stress geschoben hätte. Aber nein. Na gut, dann klettern wir mal hier kurz rauf. Wie viel haben wir denn? Oh, eins, zwei. Schauen wir nochmal. Eins, zwei. Ein Wächter haben wir hier noch. Aber das ist okay. Damit komme ich klar. Wir können hier sicherlich noch weiter hoch. So, perfekt. Jetzt habe ich zumindest so High Ground. Aha. Die säbeln hier irgendwie lustig durch die Gegend. Kann ich die irgendwie scannen? Schwachstellen. Okay, die haben schon ein paar Schwachstellen. Ah, wisst ihr doch, da ist irgendwo noch ein Jäger unterwegs. Oder ein Wächter. So. Den Wächter habe ich zumindest schon mal. Der hat mich auch netterweise nicht verpfiffen. Der hat gar nicht geschnallt, wo wir eigentlich sind. Ich muss mal gucken, ob die hier nicht vielleicht irgendwo hochklettern können oder so.
Ja, doch, die können hier wahrscheinlich hoch. Oh, noch ein Wächter. So, der hat noch nicht so ganz geschnallt, worum es hier eigentlich geht. Das war keine Warnung. Das ist ganz doof. Nein, 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 nicht da lang. Nicht da lang. Ich glaube, wir gehen hier mal lieber ganz schnell wieder hinab. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nee. Okay, da ist einer. Panik! Bin ich nicht hochgekommen? Ah, da unten. Hier bin ich. Hier bin ich hochgeklettert. So. So krüppelt sich immer ein bisschen hart durch die Gegend. So, die haben mich jetzt aber gesehen. Und das ist nicht so gut, weil wenn der eine schon weiß, wie man hier hochkommt, dann weiß der andere auch, wie man hier hochkommt. Rum. Die sind ein bisschen ratlos gerade. Und raffen nicht so ganz, was hier eigentlich genau passiert. Ich erstelle nochmal ein paar neue Pfeile. Und schau mal, dass ich hier irgendwie. Ah, okay. Moment. Kurz einmal. Oh. Wichtig ist jetzt, dass ich das Ding da oben zerstöre. Weil. Es wäre mir kein Wunder, wenn das irgendwie noch so eine Feuerwaffe oder sowas ist. Sieht er mich? Sieht er mich nicht? Noch seitlich habe ich. Ist ein bisschen doof, weil du da runtergepurzelt bist. Ah, aber das war schon der mit dem Speer. Ich könnte damit quasi schon die Quest abschließen. Aber irgendwie habe ich Bock, die anderen da unten auch noch ein bisschen zu zersägen. Mal gucken. Okay. That was not a lucky one. Der Schuss war ein bisschen miserabel. Aber vielleicht kriege ich das mit dem hier noch besser hin. Komm. Und Schuss. Okay. Der ist ganz gut gelaufen hier. So, schnell ein bisschen Deckung gehen. Und abwarten, bis er hier um die Ecke gedüst kommt. Und da kommt er. Ah, Moment. Das ist die Schwachstelle. Fuck. Daneben. Okay, sehr gut. Besiegt ist besiegt. Flug gehört mir. Hab dafür sogar ein Level abbekommen, sehe ich gerade. Da unten. Nein, 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 nein. Nicht da lang. Okay, wo rennst du hin? Warum rennst du denn da überhaupt hin? Er rennt schneller. Oh, wo läufst du denn lang? Was machst du denn da? So, damit sollten die jetzt hier allesamt erstmal K.O. sein. Perfekt. Dann können wir jetzt auch losziehen und looten. Moment, ich fange erstmal mit dem hier oben an. Na komm. Achso, mit Viereck lasse ich los, gut zu wissen. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Das glaube ich auch. Dass die glücklich sein wird. So, hier kann ich nochmal ein bisschen Stuff. Alles her damit. Hier ist noch der eine Wächter, den ich gelegt habe.
Jo. Wo ist denn jetzt der andere hin? Ring. Aha, da ist noch was. Aber ich hatte noch mehr. Das war noch nicht alles. Einer fehlt hier irgendwo noch. Seltsam. Ah, da ist er ja. Da ist mein Freund. Ah. Subi. Dann können wir jetzt hier ganz getrost zurücklaufen. Können da drüben nochmal kurz einmal abspeichern. Nebenbei, ich glaube, die Speicherpunkte waren auch gleichzeitig Sachen, wo man schnell reisen konnte. Da muss ich gleich nochmal nachschauen. Ich guck mal hier. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich muss jetzt hier nach oben. Ah, Schnellreisen ist noch gar nicht aktiviert, scheinbar. Ah, ich brauche Reisepaket dafür. Aha. Na gut, okay. Kann man nichts machen. Na, dann muss ich den ganzen Weg zu Fuß laufen. Doof. Aber hey, das sind zumindest Heilkräuter. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Und wir haben noch... Mir fällt auch gerade auf, wir haben noch einen neuen Fertigkeitspunkt. Den können wir natürlich gleich mal verticken. Was haben wir denn hier? Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlich Rüstung und Bauteile ab. Dann machen wir das doch. Warum kann ich das nicht machen? Ich habe doch einen Punkt. Achso, den habe ich ja schon angewählt. Dann habe ich hier noch beim Zielen, während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Das ist ganz cool. Aber stiller Schlag. Ja, komm. Den nehmen wir. Weil lautloses Vermöbeln von Maschinen ist, glaube ich, eine Sache, die ganz gut funktioniert. Die sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und mit uns mitnehmen. Oh, ich habe kaum noch Speere, sehe ich gerade. Kaum noch Pfeile, sehe ich gerade. Gleich mal welche herstellen. Gesundheit dann neben mir. So, nebenbei eine wundervolle Landschaft. Guckt euch diese Berge an. Dieses Grün, dieses wunderschöne Land. Es ist herrlich. Es ist echt atemberaubend. Wenn das nicht so eine tödliche Region wäre, oder todbringende Region, würde ich hier doch fast vorschlagen, Urlaub zu machen. Mit den ganzen kleinen Wanderwegen. Und komischen Holzbrücken, die sicherlich nicht nach modernen Standards und Sicherheitsnormen erbaut wurden. Aber das ist nicht schlimm, sie sollen halt eben nur funktionieren. Ausgezeichnet. So. Wir haben es auch gleich geschafft, sehe ich gerade. Wir müssen nur noch hier hinter. Da ist nämlich der Dude. Okay. Ah. Das hilft bestimmt weiter. Hier haben wir noch ein paar Kräuter. Hier, genau, hier drüben ist der Dude. Mit seiner Tochter. Mutter sei Dank, Aloy ist zurück. Mit dem Speer. Ja, ich habe einen Speer bei mir. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Super. Jetzt guck dir aber bitte meinen Speer an. Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Aloy. Toll. Ich
dachte, du baust hier jetzt meinen coolen Speer um. Ah ne, Speerverstärkung plus 1. Haha, er hat meinen Speer. Hat er ihn jetzt umgebaut? Muss ich die erstmal einstellen? Herstellen? Waffen? Nee. Munition, Fallentränke, Outfits modifizieren, da gibt's nichts. Tragekapazität. Was habe ich denn hier? Waffenbeutel. Vergrößert deinen Waffenbeutel. Das ist schon mal cool. Vergrößert deinen Outfitbeutel. Vergrößert deinen Rohstoffbeutel. Ich kann also nochmal meine Gegenstände ein bisschen erhöhen. Ja, das sieht doch perfekt aus. Davon habe ich auch genug. Dann habe ich zumindest schon mal Waffenbeutel ein bisschen mehr. Modifikationsbeutel ist relativ uninteressant. Jägerbogenköcher, damit kann ich mehr Pfeile tragen. Tipptopp, auch das geht ohne Probleme. Fallenbeutel. Ja, Rohstoffbeutel. Wir sammeln ja nebenbei immer sehr fröhlich ein. Gut, damit können wir hier jetzt nichts mehr weitermachen. Im Inventar haben wir noch Modifikation. Schockschutzgewebe gewöhnlich. Und hier haben wir die ganzen Rohstoffe. Schatzkisten. Aha, großzügige Belohnungskiste. Oh, nice. Ah, toll. Hier haben wir Reisepakete. Hätte ich das mal eher gewusst. Und Gesundheitstränke. Geil. Nehmen wir mal alles. Spezialboni, was habe ich hier? Nora Langschussbogen Gutschein. Aha. Ah, das ist der, den ich als Pre-Order-Bonus bekommen habe. Das ist cool. Genau, man sieht schon, ich kann jetzt mehr Pfeile tragen. Das werde ich mir doch, glaube ich, auch dann direkt... Oh, dafür fehlen mir Ästchen. Ah, was ein Glück. Da drüben gibt es Äste. Nützlich für eine alte Rezeptur. So. Einmal herstellen, schon habe ich 30 Ästchen parat. Wunderbar. Dann wollen wir mal nach Mutterherz, um mit Ross zu reden. Und uns mal mit der Hauptstadt der Nora oder Nora oder wie auch immer unser Volk hier genau heißt oder unser Stamm besser gesagt, mal ein bisschen auszutauschen. Mal gucken, wie es denen so geht. Ich glaube nicht, dass sie mit uns reden wollen, aber das ist egal. Was soll's. Ich will auch nicht mit denen reden eigentlich, aber wir sollten zumindest ein bisschen freundlich sein. So, krass, ich habe jetzt sogar Tränke parat. Ich weiß zwar nicht, inwiefern die meine Lebenspunkte auffrischen. Aloy. Oh, da ist er ja. Wir müssen reden. Ja, komm, wir reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Noch ein paar Ratschläge für den Weg? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Okay, lassen Sie mich überhaupt rein? Bist du sicher, dass Sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Na denn. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause?
Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Aber ich werde dich finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Das kriegen wir hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie dieses Städtchen von innen aussieht. Völlig unsentimental lasse ich Rust einfach zurück. Warum eigentlich auch nicht? Soll er doch gehen. Der olle Schiss hat nur Angst vor mir. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tiersa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Okay, Freunde. Wir haben Freunde. Ich weiß auch noch nicht so genau seit wann, aber hey. Ah, da drüben haben wir zumindest mal eine Feuerstelle. Feuerstellen sind immer. So, einmal schnell abspeichern. Und dann gucken wir mal, wer uns so wohlwollend gesinnt ist. Aloy! Hey! Du bist es, ah, oder? Hier drüben! Das ist der, den wir vom Boden geklaubt haben, als wir ein Kind waren oder so. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tiersa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk.
Nice! Das nehmen wir doch aber alles. Also, kostenlos ist immer gern gesehen. So, Nora-Kriegerin. Gibt mir das irgendwas? Ja, das brauche ich wohl als, als Set oder so. Und der Rest kostet natürlich. Das ist doof, aber egal. Wir kaufen es. Weil wir es können. Weil es kostenlos ist. Halt. Und das rüsten wir gleich aus. Bringt mir das was? Nee, eigentlich nicht. Aber was soll's. Hier hätten wir was. Nora-Überlebende leicht. Das bringt ein bisschen mehr. Damit könnten wir nämlich uns sozusagen ein paar Bonis holen. Zum Beispiel gegen Feuer, Eis, Elektro, Kram. Egal. Lassen wir das lieber. Schatzkiste. Gratis-Probekiste. Das ist nett. Die nehmen wir mit. Gratis, wie gesagt, nehmen wir gerne. Und hier haben wir auch den Nora-Langschussbogen in der Kiste. Den wir jetzt auch endlich haben. Haha. Und irgendwas, was wir verkaufen können? Ach, lassen wir das lieber. Ja. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Wenn die Urmutter nicht wollte, dass wir betrunken sind, hätte sie uns dieses Fest nicht geschenkt, oder? Okay, besoffene. Okay. Ein bisschen krasser Kram, der hier abläuft. Aber wie gesagt, wir haben jetzt einen Langbogen. Da wollen wir doch mal eben ganz kurz. Inventar. Waffen. Wo ist denn der Nora-Langbogen jetzt? Achso, nee, die haben wir hier jetzt in Schatzkisten. Haha. Gratis-Probekiste. Kühlsaft, Schnellreisepakete und Schockfalle. Das gefällt mir alles ja damit. Und, ein Langbogen. Die Day One. Der Day One Bonus. So, Langbogen, bin ich der Meinung, hat ein bisschen mehr Schaden als der normale Bogen. Können wir mal ganz kurz gucken. Munition ganz normal. Nee, hat genauso viel. Hat nur einen anderen Style. Ist ansonsten genau der gleiche Kram. Na gut, schön wäre es gewesen. Wir könnten nochmal eine Modifikation einsetzen, herstellen, modifizierte Waffen modifizieren. Und wir können in den Kaja Jägerbogen was reinbauen. Zum Beispiel Schaden, Abriss. Abriss ist, glaube ich, gut, um Sachen wegzupulvern. Wir können aber auch den Schaden... Naja, nee. Alles noch nicht so richtig notwendig. Dann lassen wir das einfach und gucken uns hier oben weiter um. Okay, die haben hier dick Party. Schauen wir doch mal. Okay, danke. War wundervoll. Aber es ist echt nicht meine Mucke. Ihr habt viel zu wenig Musikinstrumente dabei. Aha. Kann man sich ein bisschen aufwärmen. Interessant. Ja, interessant. Feuer, warm. Komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? So, mal gucken, was wir da oben haben. Ah, hier sind auch Gegenstände. Hier vorne ist Gegenstand. Mal gucken, was für einer. Eine Kiste. Einfach eine Vorratskiste. Möchte ich natürlich haben. Menschen, Maschinen, Tiere. Warum auch immer hier einfach herrenlose Kisten rumliegen. Hey Leute, hier drüben. Hi, freut mich. Karst, was machst du hier? Vorsicht,
Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Okay, und warum bist du jetzt hier? Also, Mutterherz, ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Was hast du Kein denn Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Wie nett. Wie auch immer. Wir haben hier Schleuder, Seilwerfer, Stolperfalle, Kriegsbogen. Naja, nee. Aber Scharfschussbogen ist schon ziemlich cool. Hat ein... Moment. Hat der denn überhaupt mehr Schaden als das, was wir haben? 19 macht der hier. Und der, den wir kaufen können, der Scharfschussbogen, macht 75. Also ich würde mal sagen, her damit. Den rüsten wir auch gleich aus. So. Vermutlich bekommen wir irgendwann einen besseren, einen schnelleren, einen kräftigeren oder so. Aber... Deine Scherben sind immer gern gesehen. Das ist halt eben schon eine Nummer, die schon bombastisch ist. Moment. Jäger, Präzisionspfeile. Achso, dafür brauche ich Präzisionspfeile. Das sind ganz andere Pfeile, sehe ich gerade. Aber das macht nichts. Das ist so auch ganz gut. Oh, hier ist Party am Werk. Was sollten Sie denn auch anstellen? Endlich Party. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Mörder und Versklaver! Erleuchtet halt! Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osheran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Vielleicht sind die Karja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Moment, irgendwas stimmt mit dem nicht. Es ist an der Hürde, über die Karja zu sprechen. Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid.
Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht für ungut. Hier steht er toll. Das ist nett. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Was sind die roten Raubzüge? Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Das klingt aber nett. Was ist mit deiner Schwester? Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt? Ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Aber Maschinen mit Störung? Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Das klingt echt böse. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20, wenn sie einen Jäger sahen. Ja, gut, okay, schwer, das aber hatten wir schon. Ein paar, als das ob brauchen das noch, wir, ne? Wie der Sägezahn? Ja. Und wie... Das weiß ich.
Erzähl mir noch ein bisschen mehr über dein Volk. Wenn die Kharja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kharja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Kharja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Das ist nett. Will ich noch was über die Freibeuter wissen? Ja, wenn wir schon dabei sind, ihn auszufragen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Avard hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Das war aber ein nettes Gespräch und vor allem aufschlussreich. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Ist das so? Frag ruhig. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Nett. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Okay, wir können jetzt, denke ich mal, langsam zur Segnung losspazieren. Die ist irgendwie ein paar Kilometer weit entfernt. Ja, eigentlich nur ein paar Schritte. Aber vielleicht bevor wir da hingehen, sollten wir noch einmal kurz abspeichern. Und dann mache ich nochmal einen kleinen Cut. Und vorher rolle ich mich hier durch die Gegend. Yay! Willkommen bei Legend of Aloy. Nein, da will ich doch noch nicht. Ich wollte, wie gesagt, einmal kurz noch abspeichern, bevor wir zur Segnung kommen. Aber tatsächlich glaube ich fast, man kommt zu schnell voran. So. Wunderbar, wir haben abgespeichert und jetzt rollen wir uns hier einmal kurz wieder zurück. Oh, was haben wir denn hier? Eine Vorratskiste. Sehr gut. Zufällig gefunden, aber doch. Habe ich sie gefunden? Also darf ich sie behalten? Was ist denn da oben? Da leuchtete irgendwas? Ah nö, das sah nur so aus. Was ist das denn? Vorratskiste. Wait a moment. Die will ich dann doch irgendwie mitnehmen. Gibt es denn irgendwie einen Weg oder so? Haha, tatsächlich gibt es einen. So. Und wo ist jetzt die Vorratskiste? Da drüben. Irgendwie mich diese Vorratskiste gerade veräppeln. Oder ich veräpple mich hier gerade selber.
Da ist eine Vorratskiste. War hier oben nicht auch gerade noch eine? Ja, bin ich deppert? Nee, die ist noch nicht im Haus. Wer hat schon Vorratskisten im Haus? Hallo? So, die habe ich. Jetzt gucken wir nochmal. Nee, scheint, als ob das die war. Na gut, hüpfen wir hier nochmal von Haus zu Haus. Hui, roll. Anscheinend fahren die das wirklich. Sehr witzig. Nee, Blödsinn. Da ist sie immer noch. Da. Ah, nicht im Fenster. Hinter der Tür. Hier oben. Dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich niemand Spaß habe. Hier irgendwo war sie. Gut. Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach. Ja, mach ich. Wer ist Kletterer? Der Beste? Jack, jawohl. So, mehr Zeug. Und jetzt habe ich hier genug gelootet. Hui. Au. Damn, das war blöd. Das war irgendwie auch nicht so schlau von mir. Und, naja gut, wir sind zumindest endlich da, wo wir hin wollten. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es an die Prüfung geht. Also, bis gleich, bald, demnächst.